Denn ich glaube nicht, dass wir noch im Lager Kohle haben. Ja, das sehen wir doch mal nach. Wir müssen ja zusehen, dass wir hier unsere Materialien kriegen. Ansonsten müssen wir eben ja auf Kohletour gehen. Aber Moment mal. Da ist ja gar nichts drin. Das ist schon ein bisschen knapp hier. Das geht nicht. Moment. Da muss. Also ein Tisch muss da schon hin. So, ein Tisch. So. Und. So, genau. Das halt. Ha, genau. So. Das ist jetzt ein bisschen komisch hier, ein bisschen eng, aber ja. Macht nichts. So, wie sieht's da aus? Fehlt da auch noch so. Oh, da ist. Oh, da ist zumindest ein Tisch da. Aber da ist ja noch nicht mal ein richtiger Boden drin. Also das kann man natürlich nicht so lassen. Das geht ja gar nicht. Was sollen die neuen Bewohner denken? Nein, nein, nein. Also hier. Zumindest so ein Bruchsteinboden muss da schon sein. Da ist kein Dach, aber das macht. Also keine Leiter aufs Dach. Gut, ich wollte nachsehen, ob ich irgendwas habe. Kohle, genau, Kohle. Nö, da ist nichts und da auch nicht. Wir müssen also Kohle schaufeln. Na gut, dann machen wir das. Noch ist es nicht nötig, aber wir werden es bald machen müssen. Hm, habe ich Erde da? Ja. Wo machen wir denn das nächste Haus hin? Ist das jetzt überhaupt schon fertig hier? Ja, Betten haben die Bewohner hier irgendwie nicht und machen wir da auch keine rein. So, ja, ein Haus haben wir. Jetzt will ich gerne nochmal ein Haus aus Stein bauen. Hier zum Beispiel sowas wie das hier. Warum ist da die Tür auf? Habe ich die aufgelassen? Ach genau, das da, ja, genau. Ja, das kann in die größeren Häuser. Und da ist Holzfußboden. Hm, interessant. Ja, okay. Sieht das hier auch so aus? Ja, das sieht hier auch so aus. Und diese typische Ecke da ist auch... Finde ich ein bisschen doof, da mit diesem Klotz da, aber... Wenn das so die hiesige Architektur ist, dann machen wir das hier auch so. Dann hätte ich das da aber da auch machen müssen, oder? Moment mal, wie sieht's da aus? Ah, nee, da habe ich das so gemacht. Okay, dann das ist auch gut. Okay, wo kommt das nächste Haus hin? Machen wir doch einen Nachbarn hier. Dorthin. Genau, dann kleiden wir das hier mit Erde aus. Dann kriegen wir hier unseren weiteren Nachbarn. Das muss aber jetzt ein etwas größeres Haus werden. So wie diese anderen auch. So, zack, zack. Oh, ich habe keine... Doch, noch ein bisschen Erde. Da, okay. So. Hm, so. Da lassen wir ein bisschen abstarren und bauen einen Weg hin. Genau, richtig. Wieso setze ich immer die Erde falsch hin? So, weg hier. Dann kommt hier ein Weg hin. Oder müssen aber die Blumen hier leider weichen? Nö, müssen sie nicht. Dann machen wir den Weg einfach dahin. Genau so. Also muss die Erde hier wieder weg. Aber Moment mal, ich kann... Ja, komm, das bleibt jetzt hier so. Ist doch gut so. Ach, das schließt ja gleich mit dem hier auf. Dann machen wir da einfach einen... Ja, eine Dreierbreite. Ich glaube, so kann man das aber lassen. Und dahin. Und dann machen wir da noch Erde hin, weil das da gerade so passt. Oh, mal wieder Luft holen, ne? Auch nicht verkehrt. So. Zack, zack, zack. Oh. Das war's schon. Hm, da hat man noch da hatten wir doch noch mehr hier. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, lassen wir noch mal drin. Das hat er noch Zeit. So, ansonsten will ich die Wege aber ja, die Hauptwege machen wir 3 breit und die Nebenwege 2. Okay, aber das ist jetzt doch ein Hauptweg hierhin. Okay, und die Häuser stehen auch direkt neben dem Weg? Ja, doch. Das macht Sinn. Ja. Sehr gut. Dann werden wir also hier... Oh, da muss ich aber noch Erde hinklatschen. Aber nicht dahin. Ach, guck mal, der Sand. Ja, ja, der kann ja auch weg hier. Da vorne steht das andere. Das, wisst ihr noch, das war die Markierung, als ich hier...
ja, zum ersten Mal hierher, oder wann auch immer, zum ersten und zum zweiten Mal hierher kam, da habe ich ja diese Erde, diesen Sand hingesetzt, so als Markierung, dass ich dann auch wieder zurückfinde, beziehungsweise auch wieder hinfinde das nächste Mal. Nun hat es sich ja herausgestellt, dass das doch wesentlich einfacher ist. Also, dann kann man jetzt hier ein Haus hinbauen. Das soll auch die ganze Fläche hier einnehmen, oder zumindest fast die ganze. Also, wir kriegen jetzt einen Stein, so eine Steinumrandung. Hier, da ist doch das Haus. So soll es ungefähr aussehen. Genau, unten Steinumrandung, oben drauf Holz dann. An den Ecken auch Stein, ja. Und ein Holzfußboden. Und der Eingang soll hier sein. Machen wir das Haus direkt auf die Ecke da? Ach nö, da lassen wir einen Streifen frei. So. Nee, der soll weg, weil da ja Holz... Moment. Weil da ja Holz hinkommt. Da steht dieses Gras. Ist das groß genug hier so? Ach doch, ich würde sagen, das ist mal groß genug. Ah, nein, das soll weg. Also das Schild muss natürlich auch versetzt werden. Ja, komm, nee, wir können das schon noch ein bisschen größer machen. Hier bis dahin. Ich will die Schilder nicht gerne versetzen, aber die müssen natürlich versetzt werden. Moment, das war zu viel. So. Ja, genau, das ist ein großes Haus. Das kann man echt so lassen. Okay, ja, jetzt brauche ich wieder Holz. Dann muss ich noch welches machen. Ja, wir müssen sowieso wieder Holz besorgen. Also das nutzt ja alles nichts. Dann muss ich auch wieder Holz pflanzen. Oje, oje. Ja. Das ist eine Menge Arbeit. Aber, ja gut, ne, dann ist das eben so. Okay, jetzt haben wir auch das da. An den Ecken... Nein, ich wollte doch Stein hinsetzen. So, ich gucke mir das nochmal an. Wie sieht's denn da aus? Ja, gut. Oh, Moment, wie viel Kohle? Noch 5. Ja, ich glaube, das geht noch. Da. 3 hoch. Und, ah, da kommt so ein Dach hin dann. Okay. Ah, das ist an der Front hier nur so. Und an der Seite... Da aber auch... Stimmt, das ist da 2 hoch. Ja, aber das ist nur, weil es da noch tiefer gezogen ist. Ja, das ist schon in Ordnung. Okay, an der Front. So, und da eins und da eins. Und da hinten auch. Oder? So war das doch. Das weiß ich wieder nicht mehr. Oh, mein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, doch. Genau, das untere darf ich jetzt ja nicht rechnen. Okay. Moment mal, aber... Ne, das kann doch nicht sein, oder? Doch, das ist für den Boden. Ja, natürlich, das ist so. Jetzt kommt da ein Fenster hin. So, da, genau, darüber jetzt ziehen. Okay. Und dann brauche ich jetzt... Ah, jetzt habe ich keine Holzstämme mehr. Passt doch da. Ja, genau, da passt einer rein. Da kann man da 2 Fenster hin machen. Also, ich muss jetzt mal Holz holen. Hoffentlich habe ich noch was da. Ich fürchte ja nicht mehr. Ich glaube, ich habe alles also alle Stämme zu Brettern verarbeitet. Sieht so aus. Wir brauchen zumindest... Ne, da ist gar nichts drin. Wir brauchen zumindest ein bisschen was. Okay, also... Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Holz. Und ich muss neu anpflanzen. Aber wir haben ja doch auf dem Hügel da jetzt eine Menge Holz. Und da war doch, glaube ich, auch ein großer Baum, den ich stehen lassen wollte. Ja, ja, ich glaube, von dieser Regel muss ich jetzt abweichen. Große Bäume kriegt man immer wieder. Nur habe ich keine Lust, das ganze Holz abzuernten. Nee, da muss jemand kommen und mir helfen. Ich habe da einfach keine Lust dazu. Das dauert so lange.
Und ist eine doofe Arbeit. So, aber hiermit haben wir wieder ein bisschen Holz. Eben noch was essen da unterm Baum. Hab ich denn jetzt gerade noch Setzlinge da? Nö. Dann hätte ich gerade was gepflanzt. Aber ja, egal. Oh, da ist einer. Ein Setzling. Den stopfen wir gleich wieder in die Erde. Zum Beispiel irgendwo da, wo er wachsen kann. Da darf ja kein Gras außenrum sein. So, aber hier scheint das zu gehen. Man bräuchte einen Rasenmäher für Minecraft. Das wäre doch vernünftig. Ja, ich glaube, das wäre cool. Einer, der gleich dann diese Samenkörner einsammelt. Hm. Ja, das wäre mal eine Idee. Leider kann ich sie nicht umsetzen. Ja gut, aber was soll's. Wir bauen am Haus weiter. Wo habe ich jetzt das Holz? Hier. Warum habe ich Sand im Inventar? Das ist von vorher noch. Habe ich nicht rausgekramt. Nee, da geht's ja nicht durch. Ich muss da lang. So, ich bin wieder im Bilde. Da muss was hin. Da muss was hin. Nee, das sieht nicht gut aus. So, dann soll das ein großes Fenster werden. Ist ja auch ein großes Haus. Es ist ein Dreierfenster, ne? Also das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dahin was. Ich habe mich da irgendwie vertan. Ich dachte, das wären zwei Zweierfenster dann. Aber nee, das ist in Ordnung so. So, jetzt muss ich da wieder Stein draufpacken. Ich habe da nicht mehr so viel da. Ich muss mal neuen holen. Da haben wir doch was. Und gleich noch mehr. Und das ist fertig. Hauen wir da nochmal ein bisschen was rein. Und wir müssen Kohle besorgen. So, dann, Moment, hier, dein, das und das weg. So, das kann ich mitnehmen. Hierhin. Das kann auch mal weg. Die Zäune lasse ich da. Und der Sand, ja, der Sand kann auch weg. Okay, weg mit dem Sand. Schön, dann, ach so, Moment, hier geht's ja weiter. Dachte, das Haus stünde weiter weg. Okay, aber ist nicht. Ja, schön. Und wie gehen jetzt die Seitenwände nochmal? Da ist auch eine Reihe Stein und dann mit Holz. Okay. Also erstmal eine komplette Reihe Stein noch. Gut. So, so. Oh, Stein ist alle. Aber wir haben ja neun. Nee, da musste ich mich nochmal verbauen. Ja, war ja klar. So, jetzt kann ich mal dahin gucken. Ja. Moment mal, die Tür sollte, die sollte dahin. Ja, die machen wir da vorne hin. Dahin. So, dafür kommt eine Stufe dahin. Na, eine Treppe. Ah, Treppe. Und die Tür ist hier. Okay. Nein, die Tür. So. Zack. Jawohl, da ist die Tür. Und jetzt brauchen wir Holz. Ich lass mal ein bisschen was von diesen Stämmen übrig. Da. Da, die Tür kann mal zu. Sicher ist sicher. Und da müssen dann aber auch Fenster hin. Ja genau, dann kommt da ein Fenster hin. Machen wir da eins hin. Und oben drüber kann ja auch Holz. Ja genau. Das wird ja mit dem Dach noch heiter. So, da ist die Tür und ein... Oh, das ist sogar ein Dreierfenster. Ja, warum nicht? Das darf ja ruhig größer sein. Oder kann ich... Nee, da kann ich ein Zweier und ein Einserfenster draus. Nee, dann soll lieber so. Genau. So, und hier machen wir... Ja, geht das denn hier? Weiß ich jetzt nicht. Wir werden es gleich sehen. Oben drüber kann auf jeden Fall schon mal... So, und hier, ja, da ist ja keine Tür jetzt, genau. Doch, dann, genau. Ein Zweier und ein Dreier. Zack, zack, so. Ja, das ist doch, das kann sich doch sehen lassen, oder?